Hey ho, meine Lieben. Willkommen zurück in Grilljunkies Hardware-Ecke. Das vermutlich vorerst letzte Video von meinem PC. Ja, das heißt, Arbeitsspeicherproblem habe ich soweit gelöst. Das mit der Beleuchtung habe ich halbwegs hinbekommen. Und was machen wir denn heute? Wir tauschen die Wärmeleitpaste aus. Ich habe mir hier jetzt die Kryonaut organisiert. Dann schau ja mal, ob die wirklich mehr Wärmeleitfähigkeit hat als die andere. Die Daten habe ich in etwa im Kopf, beziehungsweise können wir nachher ganz kurz nochmal nachschauen, was die mit der MX2, was jetzt drauf ist, Wärmeleitpaste, Temperaturen schmeißt, wenn ich den Cinebench R20 laufen lass. Ja, und dann habe ich dann noch hier blub, Speicher. Richtig. Sind bloß noch 3600er. Ja, und die Schachteln sind schon leer. Die habe ich natürlich gleich reinstopfen müssen. 32 GB Kits wieder. Also insgesamt 64 GB. Warum habe ich mich jetzt entschlossen, doch auf den 3600er zu gehen? Na, ganz einfach, die schnelleren hatte immer nur zwei Riegel gefressen. Dann war ich ja zuletzt am Überlegen, ob ich mal die 4000er Kits hole. Ja, und dann kam wieder ein neues Video vom Roman der Bauer mit der PC-Welt, war es glaube ich, mit der HMX3. Da läuft übrigens gleich die Verlosung. Und ja, der hat die Höllenmaschine auch nur auf 3600 MHz laufen lassen. Weil der FCLK-Clock, das zeige ich euch nachher auch noch, nur bei, wie hat er gesagt, bei jeder 20. CPU wirklich auf 2000 MHz stabil läuft. Und ja, deswegen hat er den auch auf 3600 runtergetaktet. Die hatten 4000er RAMs drin. Und ja, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt, ich glaube, dreimal die RAMs wieder zurückgeschickt, weil es absolut nicht funktioniert hat, oder mir nicht gefallen hat oder sonstiges. Und ne, jetzt gehe ich auf die sichere Seite, bestelle mir die und ja, die waren bloß halb so teuer, wie die anderen gewesen wären wieder. Ja, also im Prinzip auch noch Geld gespart. FCLK-Glock läuft jetzt 1:1 zum RAM. Also wunderbar, so soll es sein. Und das bisschen mehr Leistung, was der andere dann eventuell gebracht hätte, hätte ich zwar gern gehabt, aber lieber habe ich, dass das System wirklich stabil läuft. Gut, dann habe ich mich noch abgespielt. Moment. Wie, mit den Amori Quad, also der Software direkt von Asus. Und ja, da habe ich jetzt ein bisschen einstellen können, aber immer noch nicht zwei Ebenen, so wie ich das ursprünglich gesagt hatte. Enttäuscht bin ich auch ein bisschen von dem Dark Hero. Haben sie ja überall fett angepriesen mit zwei Anschlüssen für die RGB-Beleuchtung. Aber siehe da, in dem Programm sind die nicht getrennt steuerbar. Leider. Leider. Aber das gehen wir nachher noch ganz kurz drauf ein. Das zeige ich euch noch, was ich damit meine. Und das ist wirklich schade. Wäre das jetzt noch möglich gewesen, dann hätte ich da noch richtig geile Effekte machen können. Aber so ist es. Halt jetzt so, wie es ist. Aber jetzt schauen wir uns ganz kurz noch den Effekt an. Weil, ja, weil, ganz einfach. Schauen wir mal unter den Tisch. Tja Leute, ich habe einfach mal damit ein bisschen rumgespielt. Noch nichts Großartiges.
Die Rammen laufen auch über das Amari Programm. Ja, und einfach halt ein bisschen pling pling und hau mich tot. Was ich am liebsten gemacht hätte, den Pumpheader, den Pumpenkopf da hinten, hätte ich gern auf Temperatur gelegt. Aber das ist dann in dem Programm, so wie ich das gern gehabt hätte, auch wieder nicht möglich. Also total verrückt die Software. Tja, und dann wiederholt sich das ganze Spiel. Machen wir es doch jetzt gleich. Also, folgendes. Arbeitsspeicher zeigt er mal an. Den kann ich jetzt wunderbar ansteuern damit. Den Kruschel. Jo. Dann, wenn ich hier jetzt auf Gerät gehe, wähle ich das Mainboard aus. Dann gehe ich hier auf ansteuerbare Header. Dann zeigt er mir Header 1 an und Header 2. Tja, aber nachher dann, gehen wir wieder hier zurück. Wenn ich Aura-Effekte, wenn ich hier in Aura Creator neige, na mach auf, keine Geräte, PC-Komponenten. Tja, hier drüben habe ich dann die Arbeitsspeicher, alle vier. Hier könnte ich jetzt jede LED einfach einzeln auswählen. Also das ist ja eine ganz nette Sache. Gut, ich habe dann hier das Komplette so ausgewählt. Grafikkarte kann man auch nur komplett auswählen. Wenn man hier so guckt, also auch nicht die einzelnen. Aber es ist, Grafikkarte ist bei mir voll in Ordnung. Tja, und hier mit den ansteuerbaren LED-Headers, also wo das Mainboard hier einen oben hat und einen unten, die laufen beide zusammen. Also hier hätte ich mir jetzt gewünscht, dass der 1er und der 2er erschienen wäre. Vielleicht kommt es ja irgendwann einmal noch mit einem Update, weil dann würde ich tatsächlich die LED-Stripes auf dem einen Header legen und die Lüfter auf dem anderen. Dann hätte ich genau das, was ich von Anfang an gewollt hätte. Tja, dann hier drüben habe ich ein paar nette Effekte, wo ich drauflegen kann. Aber, Moment, mir fehlt dieser Smart hier drüben. Das Smart ist eben temperaturgesteuert, Anfang grün, ein bisschen wärmer gelb und heiß ist dann rot. Also den hätte ich gern auf... Na, auf den, ja, ich habe es ja vorher gesagt, auf den Pumpenkopf gelegt, sehr gerne, aber, Mann, hätte ich hier gern draufgelegt eben, dass das hier, ja, grün, gelb und rot dann leuchtet dementsprechend, aber eben, das ging nicht. Ja, also das sind meine zwei Sachen, wo ich ganz stark bemängel noch an dem Programm. Dass eben dieser temperaturabhängige Effekt hier fehlt und mir hier vom Mainboard aus die zwei Header. Ansonsten habe ich mir hier schon ein Profil angelegt. Wo ist das jetzt wieder hin abgehauen? Bin jetzt deppert. Da ist es, ja, da habe ich mir ein kleines Profil angelegt, wo ich die ganzen Dinge angesteuert habe, ja, und es geht etwas für 35 Sekunden, ah ja, jetzt weiß ich auch, warum die hier immer kurz dunkel ist, also wenn man sich ein klitzekleines bisschen damit befasst, dann kriegt man das sogar hin. Also ich habe es einmal doch noch geschafft. Und jetzt wird das Video schon wieder viel zu lang. Aber dann haben wir auch schon das Ganze durch. Nee, noch nicht ganz. Speichern und übernehmen. So,
Und jetzt sollte nicht mehr dunkel werden. Alle gleich. Okay. Dann kann ich den jetzt wieder dicht machen. Gut. So. Dann starten wir hier noch den HW Info. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz die Temperaturen an. 11.338 Punkte hat es übrigens im Multicore gegeben. Und im Single-Core habe ich 605 Punkte. Die CPU ist mittlerweile momentan getaktet auf 4,5 GHz All-Core. Jetzt. Das sehen wir jetzt auch gleich hier. Und da richte ich jetzt die Cam ein bisschen darüber. Sobald da eben diese Last von 45 Ampere überschreitet, geht er hoch auf die 4,55 GHz All-Core habe ich auf allen 16 Kernen. Und dann rödelt er wie Schwein. Die Lüfter blasen mich schier weg. Und wo haben wir hier die Temperaturen? Und wir sehen hier, der geht jetzt hier auf, ja, 83 Grad rum, 83,5. Und jetzt gucken wir nachher einfach, ob wir die Temperaturen dann... Jetzt haben wir nur noch 11.054 Punkte. Den lasse ich jetzt einfach nochmal laufen. Einfach mal, um die Temperaturen noch kurz zu sehen. Aber der bleibt immer so um die zwischen 84 und 85 Grad. Also hier sieht man es. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir dann nachher ein bisschen mit der anderen Wärmeleitpaste runterkommen. Jetzt hat er auch wieder 11.048. Tja, der macht, was er will, habe ich das Gefühl. Also vorher einfach mal laufen lassen, hatte ich die 11.338. Jetzt hat er wieder etwas weniger. Wie halt lustig ist. Gut. Baue ich einen PC ab und dann sehen wir uns drüben am Tisch. Und dann mache ich das mit der Wärmeleitpaste. Also wie ihr sehen könnt, sind es auch keine Ballistik Max mehr, sondern nur die Ballistik. Naja. Und jetzt schrauben wir schnell den Pumpheader runter. Den Pumpenkopf. Oder auch den Kühlkörper, wie ihr das nennen wollt. Dann können wir den abziehen. Und können die komplette Wärmeleitpaste wieder runterputzen. Ich glaube, ich habe wirklich damals, also vor ein paar Tagen, viel zu viel drauf gehauen. Macht nichts, müssen wir halt ein bisschen mehr putzen. Und sobald ich alles sauber habe, geht's weiter. Tja, soweit alles schön sauber gemacht. Dann schauen wir uns jetzt die Kryonaut an. Was kommt da alles raus? Eine kleine Mini-Anleitung. Steht jetzt auch irgendwo in Deutsch. Auftragen von Thermalgrößli Wärmeleitpasten. So, okay. Hier haben wir zwei so Auftrageteile. Jo, Leute, dann bin ich ja gespannt, ob das Zeug wirklich besser ist. Das sehe ich jetzt schon wieder aus wie ein Schwein. Aber ich habe das Gefühl, ich verstreiche das lieber wieder mit dem Ding. Mit dem Zahnstocherle. Hey, die ist gar nicht rosa. Was hat verwendet der andere für eine, dass die immer rosa ist? So, das muss reichen. So, die Pumpe machen wir gleich wieder zu. War auf alle Fälle wesentlich streichfähiger als der letzte Schmander, was ich gehabt habe. Kommt wieder in den Zipbeutel rein.
brauche ich ja demnächst eh wieder. Also nicht für den Rechner, sondern für einen anderen. Und wenn jemand weiß, was da der Bauer verwendet für eine, weil die ist ja immer pink, der kann mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Weil das würde mich jetzt schon interessieren. Ich habe eigentlich gedacht, das ist die. Und dann schraube ich wieder den Header drauf, ziehe den an, mache den Rechner zu und dann geht's mit unserem Test weiter. Und dann sind wir soweit fertig. Drin ist es. Können wir den Deckel wieder zumachen, WC wieder runter und anschließen. So einfach ist das. So, Scheibe putzen habe ich halt keinen Bock mehr. So, Freunde, ich habe den jetzt gleich einmal 5-6 Mal hintereinander durchrennen lassen. Das höchste waren 84,6 Grad, was er da gerade gehabt hat, ist nicht höher gegangen, aber ich hatte auch eine Multicore-Leistung von über 11.500 Punkten. Lass mal ganz einfach jetzt nochmal rennen. Ja. Also bei einmal rennen, dann geht der ja nicht ganz so hoch. Also jetzt haben wir bloß noch 80,6. Also es hat sich schon um ein paar Grad geändert, würde ich sagen. 11.472 Punkte. Lässt sich sehen. Ja, und das war's dann schon wieder. Lass mal nochmal rennen. Da geht er natürlich beim zweiten Mal dann gleich etwas höher. Aber vorher haben wir ihn ja auch bloß einmal rennen lassen. Aber auch bloß 82,8, 83,3. Also es ist noch etwas weg von den 84 Grad. 11.464 Punkte. So, und jetzt suche ich gerade noch was. Irgendwo da war das doch mit dem FCLK. Hier, Infinity Fabric Clock läuft hier jetzt ebenfalls auf 1800, also sprich, der läuft synchron mit dem Arbeitsspeicher, ganz genau. Ja, fertig. Es kann natürlich sein, bis sich die Kryonaut da richtig eingebrannt hat, wie sie so schön sagen, dass es dann noch ein bisschen in den Keller runtergeht. Aber das kann ich ja dann in einem anderen Video sagen, wenn mir das auffallen sollte. Ja, soweit so gut. Mein PC wäre soweit fertig. Grafikkarte, ne, momentan sehe ich absolut nicht ein. Irgendwann bestimmt. Aber ich glaube, mit Sicherheit nicht dieses Jahr. Absolut nicht. Wenn ich einmal so ein richtig geiles Lichterspiel reingebastelt habe, da mache ich natürlich dann ein Mini-Video. Soll sich da irgendwas arg ändern von der Software, gebe ich euch auch Bescheid. Ja, ansonsten wäre das jetzt erst einmal das Ende von meinem PC. Weiter geht's dann in der Hardware-Ecke mit dem Schatzi-PC. Ja, aber das auch erst nächste, übernächste Woche. Alles klar, Leute. Wir sehen uns. Tschaikowski. Haltet die Ohren steif und die CPUs kühl. Und weg.